Wenn man sich den Bericht anschaut, dann ist der einerseits Ermutigung, andererseits auch Auftrag. Haben wir beide so formuliert und ich finde das treffend, Frau Lörmann. Ermutigung, weil diejenigen, die im Bildungssystem tätig sind, also die Lehrerinnen, die Erzieherinnen und Erzieher, aber eben auch Bund, Länder, Kommunen, Sozialarbeiter sehen, es zeigt Erfolge. Wir sehen, dass gerade das, was auch gemacht wurde während der Zeit der Wirtschaftskrise, zusätzlich in Bildung zu investieren, dass das Früchte trägt. Zum anderen aber auch den Auftrag, dass wir an vielen Stellen sehen, hier ist Handlungsbedarf, es müsste schneller gehen oder es ist die soziale Frage, die weiterhin auch im Mittelpunkt unserer Bemühungen steht. Und ich möchte gerne auf das eingehen, was Herr Hasselhorn sagte und ein, zwei, drei Punkte herausgreifen. Zum einen haben wir gerade gehört, und das sehen Sie auch schön in den Zahlen, dass die Bildungsbeteiligung der Bevölkerung gestiegen ist. Und wenn es um den Erwerb der allgemeinen Hochschulreife geht, dann sind es mittlerweile 56%. Das heißt, mehr als jeder zweite Schulabgänger verfügt über Hochschulzugangsberechtigung. Und wir haben die Hochschulen ja auch geöffnet für die mit beruflicher Qualifikation. Das kommt noch dazu. Und die Zahl der Studienanfänger ist jetzt bei 51,4% eines Jahrgangs. Und ich denke, hier zeigt sich auch, dass wir richtig gehandelt haben mit dem Hochschulpakt. Denn ein derartiger Anstieg derjenigen, die in die Universitäten, in die Hochschulen drängen, wenn Sie sich mal die Zahlen vergegenwärtigen, das war im Jahr 2007, waren das irgendwie 360.000, 350.000 junge Leute, die anfangen im Hochschulsystem. Jetzt sind es 140.000 mehr. Das ist also fast 50% mehr. Und Sie haben in der Zeit keine Demonstrationen und wütende Proteste von Eltern und Schülern, sondern wir haben an der Zeit, ja, ist eine tolle Zeit, Leistung, aber wir haben in der Zeit durch den Hochschulpakt die Kapazitäten ausgebaut, erweitert und wir haben trotz dieser stark steigenden Studentenzahlen eine ungefähr gleichbleibende Betreuungsrelation. Und das, finde ich, ist erfolgreich. Wir haben aber auch eine Erhöhung der Absolventenquote, die ist ja auch ein Kriterium, nicht wie viele nur reingehen in das Hochschulsystem, wie viele sonst auch dann einen erfolgreichen Abschluss haben. Wir sind immer noch nicht beim OECD-Durchschnittswert, aber es hat sich dort positiv verbessert. Und was ich hervorheben möchte, ist ein Punkt, um den wir uns allesamt, wie wir hier sitzen, intensiv bemüht haben in den letzten Jahren. Das ist die Frage, für die MINT-Fächer zu begeistern, aber auch die entsprechenden Studiengänge stärker attraktiv zu machen. Und wir haben jetzt einen überdurchschnittlich hohen Absolventenanteil. Absolventenanteil bei den MINT-Fächern, wenn man das international vergleicht. Und ich finde auch erfreulich, dass bei den Hochschulabsolventen mittlerweile über 50% Frauen sind. Und das, denke ich, ist wichtiger als jedes Förderprogramm, weil so viele gut ausgebildete junge Frauen, auf die kann die Wirtschaft nicht verzichten. Also das ist eine enorme Chance für diese jungen Frauen. Weiterbildungsangebote. Wir haben erstmals seit 15 Jahren einen deutlichen Anstieg der Weiterbildungsbeteiligung. Wenn man es ganz genau anschaut, dann wird da sehr, sehr viel geleistet von der Wirtschaft. Betriebliche Weiterbildung macht da den großen Brocken aus. Und deswegen kann man an so einer Stelle auch den Anteil der Wirtschaft an den Ergebnissen in der Bildung loben. Zentral ist weiterhin die soziale Frage, also wie gelingt es uns, die Bildungschancen und die Teilhabechancen für Kinder und Jugendliche, die aus nicht so günstigen, also die aus Risikolagen kommen, wie kann man hier verstärken? Wir haben positive Entwicklungen und das Übergangssystem, was Sie alle noch kennen, was jahrelang in der Berichterstattung eine Rolle spielte, das Übergangssystem, also wo all diejenigen sich wiederfinden, die einen Schulabschluss haben oder auch keinen haben, aber keine berufliche Ausbildung finden. Dieses Übergangssystem hat jetzt einen historischen Tiefstand, was die Zahl derer, die im System sich befinden. Und das hat auch die von Herrn Hasselhorn angesprochene Konsequenz, dass wir sehr viel stärker im Übergangssystem nicht die haben, die Warteschleifen ziehen, sondern die, für die dieses System eigentlich gedacht war. Für die aus den Risikolagen, die besondere Förderung bedürfen, die Unterstützung bedürfen. Und unsere Frage, oder nicht die Frage, wo wir politisch agieren müssen, ist jetzt dieses Übergangssystem, was im Laufe der Jahre für viel mehr ausgerichtet war. Wie kann man diese Kapazitäten so nutzen, dass vielleicht die Erfolgschancen derer, die in diesem System sind, die eben schwächer sind, noch stärker gefördert werden in diesem System und wir deswegen es uns gelingt, noch mehr über das Übergangssystem dann auch in entsprechende Ausbildung zu bringen.